Herzlich willkommen, liebe WorldSkills-Gemeinde. Tag 1 bei den 44. WorldSkills in Abu Dhabi ist vorbei. Wir schauen mal zurück und wie in unserer letzten Sendung gesprochen, an meiner Seite jetzt Markus. Grüße. Ja, hallo und schöne Grüße zurück aus dem fernen Abu Dhabi nach Deutschland. Ja, wir haben in den letzten Tagen natürlich eine ganze Menge hier schon für euch bereitgestellt an Fotos, an Videos und schaut einfach drauf. Wir haben auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und auf unserer WorldSkills Germany Seite worldskillsgermany.com/social eine ganze Menge bereitgestellt. Guckt es euch an, die Hashtags, die Website seht ihr alle unten nochmal eingeblendet. So ihr Lieben, jetzt kommen wir erstmal zum ersten Tagesrückblick. Ne? Der erste Wettkampftag hat heute stattgefunden. Jetzt schauen wir mal zurück, was ist eigentlich passiert. Ja, und am ersten Wettbewerbstag wurde es auch direkt lecker im Restaurant-Service mit Paul Stiebler. Hier sehen wir ihn, wie er Wein serviert, wie er die Gäste verköstet. Wird man glatt neidisch? Ja, so ein Gläschen Wein könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Ja, und er hat uns aber auch was anvertraut, denn er hatte heute auch eine kleine Herausforderung, mit der er zu kämpfen hatte. Oha. Ja, es gab nämlich Lamm, vielleicht Lammfilet, man weiß es nicht genau. Jedenfalls musste er dieses Lamm schneiden und naja, da ist ein bisschen was gebröselt. Aber letzten Endes, hier sieht man es vielleicht auch ein bisschen, letzten Endes ist er trotzdem erhobenen Hauptes aus dem ersten Wettbewerbstag rausgegangen, ist zuversichtlich für die kommenden Tage. Ja, und hier haben wir unseren Mann aus dem Bereich Water Technology, Patrick Gundert, und wie sein Resümee ist vom ersten Wettbewerbstag, das erzählt uns jetzt selber mal. Heute waren meine Aufgaben einmal das Virtual Reality, einen virtuellen Rundgang über ein Klärwerk. Der zweite Modul war ein Korvettentest für die Analytik von Abwasser. Und der dritte Test war ein Jar-Test, nennt sich das. Das ist für die Flokulation, also Absetzungsverhalten von Schlamm. Ja, das klingt nach einer ganzen Menge, die da gefordert ist. Vor allem natürlich Konzentration, und ganz konzentriert sind auch unsere Mechatroniker gewesen. Im ersten Projekt, da waren sie schon gut, und im zweiten haben sie tatsächlich nur 6 Minuten gebraucht für ein gesamtes Projekt, waren die ersten, die heute hier fertig waren. Es musste natürlich alles geprüft werden, und ja, sie waren ziemlich glücklich über das, was sie da geleistet haben, und ich habe sie danach, habe ich sie mal getroffen und ein kleines Interview mit ihnen geführt. Robin und Jan, ihr scheint einen wunderbaren Wettkampf gehabt zu haben. Ihr habt euch am Ende abgeklatscht, ihr habt freundlich geguckt, ihr habt euch gefreut. Warum? Was war denn da los? Erzählt mal ein bisschen. Ja, in der ersten Aufgabe ist eigentlich alles ziemlich gut gelaufen. Wir hatten 2, 3 kleine Mini-Kleinigkeiten, wie ein Kabelbinder, der nicht planmäßig dran war. Und eine Schraube. Und in der zweiten Aufgabe ist dann in 6 Minuten haben wir alles richtig schnell hinbekommen. Programm ist zum ersten Mal wirklich komplett, also Übung hat öfters mal kleine Probleme, dass meine Lampe nicht genauso wollte, wie man wollte. Aber jetzt ist alles perfekt im Programmablauf, alles perfekt geklappt und ja, macht allen glücklich. Dann schauen wir doch mal auf die Maschine. Jan, vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was macht ihr oder was war eure Aufgabenstellung überhaupt? Also prinzipiell sortiert die Töpfchen nach Farbe. Das heißt, es gibt ein silbernes, ein rotes und ein schwarzes Töpfchen. Jeweils tut der vordere Teil der Maschine tut die Farbe erkennen. Gibt es den zweiten Teil der Maschine, das ist die Ready to Use. Das heißt, die war von vornherein aufgebaut. Wir mussten dann den ersten Teil aufbauen. Die zweite hat dann schon von sich aus einen Deckel drauf gemacht, das Teil zurückgegeben wieder an unsere Maschine. Und wir haben das dann auf die richtige Rutsche, jeweils schwarz auf die erste Rutsche und rot und silber auf die zweite Rutsche sortiert. Jetzt frage ich mich aber, wie könnt ihr dann so schnell fertig sein, nach 6 Minuten? Ich meine, die Aufgabe ist ja darauf ausgelegt, dass ihr euch auch ein bisschen beschäftigen sollt. Seid ihr einfach so gut gewesen oder kanntet ihr das vielleicht schon vorher? Ja gut, wir haben halt sehr viel trainiert in Deutschland, und die Aufgabenstellung, also bei mir in der ersten Aufgabe schon ziemlich perfekt eigentlich alles gemacht haben, war die zweite Aufgabe, ist auch ein bisschen kleiner ausgefallen, dass wir nur noch Fehler ausmerzen mussten, und da wir fast keine Fehler hatten, war nach 6 Minuten schon vorbei, alles perfekt. Herrlich, aber ihr habt trotzdem ein bisschen, wir haben uns ja ein bisschen beobachtet, ihr habt trotzdem noch so ein bisschen kritisch geguckt, wart ihr euch dann am Ende doch nicht so ganz sicher, kommt dann vielleicht doch der Gedanke, so wenn die Abnahme kommt, scheiße, haben wir vielleicht doch irgendetwas nicht doch vergessen? Ja, also ich sag mal, bei den Zeitaufgaben, also bei der zweiten Aufgabe gibt es ja Zeitpunkte, und es ist immer so ein bisschen, geht man auf Risiko, geht man vorher raus, bekommt man mehr Punkte, geht man auf Sicherheit, bekommt man weniger Punkte. Und da haben wir uns halt ein bisschen heute entschieden gehabt, dass wir eher auf Risiko gehen, da wir in der ersten Aufgabe uns ziemlich sicher waren. Habt ihr schon ein Ergebnis bekommen? Nee, bisher wissen wir noch kein Ergebnis. Okay, dann hoffen wir aber, dass es ein super Ergebnis geworden ist. Ihr habt jedenfalls einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Vielen Dank. Bitteschön.
Ja, und wo viel gehobelt wird, da fallen bekanntlich auch Späne, wie zum Beispiel heute bei unserem Möbelschreiner Markus. Seine Aufgabe war es, ein Schränkchen zu bauen. Ein Schränkchen, wie man es kennt, ne? Mit Schublade und Ablegefläche und Fußgestell und so weiter und so fort. Das war seine Aufgabe an Wettbewerbstag Nummer 1. Ja, und hier sehen wir Tim Schuster aus dem Skill Kälte Klimatechnik. Mir wurde auch, ehrlich gesagt, erklärt von seinem Experten Carsten Beermann, was Tim eigentlich erledigen musste. Aber ganz ehrlich, so wirklich habe ich es nicht begriffen. Heute Morgen haben die eine Lötprobe und Biegeprobe gekriegt. Die haben also eine klare Zeichnung bekommen, wo sie nach Maß bestimmte, also letztendlich einen Wärmetauscher bauen mussten, mit bestimmten Bauteilen angebaut, so mit T-Stücken und Magnetventilen. So dass das so ein Teil einer Aufgabenstellung ist, die noch zu Modul B, also Modul 2, mit eingebaut wird. Aber das ist erstmal eine dreistündige Aufgabe gewesen. Da hatten sie schon schwer zu kämpfen. So, da kommen wir mal zu unserem ersten Studiogast hier. Also eine Premiere quasi. Franz Schropp ist bei uns, Senior Technical Delegate von Würzkes Germany. Herzlich willkommen. Der einzige Senior Technical Delegate in der ganzen Würzkes Familie, wie ich eben gehört habe. Das ist richtig, ja. Wie kommt man dazu? Ja, wenn man so lange dabei ist wie ich, 42 Jahre, da muss man irgendwann einmal für eine Nachfolge sorgen. Und diese Nachfolge haben wir nach Sao Paulo geschaffen. Und dann hat man gesagt, na, dann machst du den Senior Technical Delegate. Das klingt gut. Was sind denn deine Aufgaben hier bei den WorldSkills jetzt in Abu Dhabi? Ich unterstütze den technischen Delegierten in jeder Hinsicht. Ich besuche alle Berufe, ich unterstütze die Experten, versuche den Kontakt zu den Teilnehmern auch immer aufrechtzuerhalten, einfach um eine gute Stimmung zu erreichen. Du hast ein ganz schönes Laufpensum, habe ich von dir vorhin erfahren. Wie viel läufst du so pro Tag? Ja, 14, 15 Kilometer. Es macht aber Spaß. Ist eine ganze Menge. Da sieht man ja auch eine ganze Menge. Ja. Was sind denn so die ersten Eindrücke von dir und von dem ganzen technischen Stab? Also meine ersten Eindrücke sind gut. Man muss immer differenzieren, je nach Land. Es gibt Länder, da ist die Vorbereitung ein bisschen besser. Es gibt Länder, da ist die Vorbereitung nicht ganz so gut. Aber wir haben es jetzt mit Dank der Unterstützung unserer Experten, aller Experten geschaffen, dass wir praktisch für jeden Beruf die besten Voraussetzungen geschaffen haben. Und ich muss sagen, nichts ist so gut, als dass man es nicht verbessern könnte. Punkt 1 und Punkt 2, das muss ich bei der Gelegenheit auch einmal sagen, Leipzig war ein Top-Wettbewerb, der nicht so leicht von einem anderen Land getoppt werden kann. Und du sprichst ja hier wirklich auch aus Erfahrung. Das heißt, wie viele WorldSkills sind das jetzt eigentlich für dich? Das ist der 22. Wettbewerb. Mein Start war 1973 in München, als wir mit 285 Teilnehmern angefangen haben. In Leipzig hatten wir schon 999 und jetzt haben wir knapp 1300. Und es wird weiterhin steigen, denn wir haben jetzt 78 Länder und es wird weitere Länder geben, die Interesse an WorldSkills haben. Wenn du mal zurückblickst so auf die ersten WorldSkills, die du selber aktiv miterlebt hast, kannst du dich da an so Situationen erinnern, wo du auch schon diese Vision hattest, die WorldSkills-Familie, die wird wachsen und dass die mal so groß wird, wie sie jetzt aktuell ist? Das ist richtig. Ich meine, das Interesse der Länder ist vorhanden. Die wollen ihre berufliche Bildung, in Anführungszeichen, verbessern. Und ein solcher Wettbewerb ist natürlich dazu geschaffen, das Wissen der Teilnehmer, der Experten zu verbessern. Und ich bin beispielsweise jetzt zweimal in Teheran gewesen, um dort zu versuchen, die berufliche Bildung ein bisschen in den Vordergrund zu bringen. Ich werde in 10 Tagen in Vietnam sein, um dort Prüferinnen und Prüfer zu schulen, weil sie künftig auch das duale System sukzessive einführen wollen. Wir werden es nie 1:1 erreichen, das muss man ganz klipp und klar sagen. Aber wenn wir es so halbe schaffen, dann wäre es schon ein ganz großer Fortschritt. Jetzt hattest du gerade gemeint, das sind inzwischen deine 22. WorldSkills. Ja. Wie ist es? Bist du dann jetzt immer noch nervös? Bist du aufgeregt? Fieberst du mit, so wie beim ersten Mal?
bei jedem Wettbewerb fiebert man mit, das ist ganz klar, weil man will natürlich möglichst gut abschneiden, man will nach außen hin einen guten Eindruck vermitteln und das versuche ich jederzeit zu verbringen. Franz Schropp, danke für diese Eindrücke, schön, dass du da warst in unserem Studio, ja, und wir sehen uns dann wahrscheinlich demnächst mal wieder unten auf den Wettkampfflächen. Ja, liebe WorldSkills-Gemeinde, wir haben euch ja die Möglichkeit gegeben, ein paar Grüße aus der Heimat hier zu unseren Teilnehmern zu schicken. Und das habt ihr auch alle ganz fleißig gemacht. Vielen Dank schon mal dafür. Wir wollen euch ein paar vorstellen. Zum Beispiel von Ingrid Nefe-Schnabel. Aus der Heimat grüße ich euch alle ganz herzlich und wünsche allen tolle Erlebnisse und erfolgreiche Wettkämpfe. Ganz großes Daumendrücken geht aber an Lukas Hein. Und ja, auch ein Dank für uns für die umfassende Berichte. Ingrid Nefe-Schnabel, vielen Dank. Ja, und hier ein Gruß von André Effing. Er sagt, hallo Raphael, ich wünsche dir tolle Tage bei den WorldSkills und eine ruhige Hand. Liebe Grüße von André Effing. Lieber Roland Filkorn, schöne Grüße aus Ahaus. Und dann haben wir noch einen Gruß von Lukas Prell. Hallo WorldSkills Champions, besonders grüße ich den Stuckateur Lukas Kirschmer. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei den WorldSkills in Abu Dhabi. Gebt Gas und genießt die Zeit. Ich als Vize-Weltmeister der Stuckateure von 2015 weiß, wie ihr euch gerade fühlt und drücke allen die Daumen aus Deutschland. Ihr rockt die Wüste. Gruß Lukas Prell 2015. Das waren die WorldSkills in Sao Paulo. Da haben wir auch ganz viel berichtet drüber. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Ein Gruß haben wir noch und zwar von Nina Alber kommt der. Hallöchen, ihr lieben Teilnehmer, wir wünschen euch ganz viel Erfolg bei den Wettbewerben. Ganz liebe Grüße gehen an Julian Ulmer, du Rockstars. Grüße Nina und Patrick. Ja, ja, herzlichen Dank. Ja, danke auf jeden Fall. Es waren natürlich nur ein paar. Wir haben alle auch nochmal gepostet, für alle, die nochmal nachlesen wollen. Und einen habe ich noch. Alle 90. Ja, mindestens. Einen habe ich noch. Erzähl. Ich muss gestehen, ich wäre heute am liebsten, also ich hätte am liebsten mit einer Frau getauscht einmal. Das musst du uns, glaube ich, allen ein bisschen näher erklären. Ja, du wahrscheinlich auch. Schaut's euch mal an. Hier, die Dame, wie die versorgt wird von unserer Kosmetikerin Johanna Volz. Also jetzt kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, warum ich da gerne mal tauschen würde. Ja, also, ne? Auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Sendung, den nächsten Tag, den gibt es natürlich auch wieder von uns mit allem, was so die WorldSkills hier in Abu Dhabi unserem deutschen Team so zu bieten hatten. So sieht's aus. Einschalten nicht vergessen, Einschaltpflicht. Und euch jetzt erstmal einen schönen Abend.